Was kann ich hier machen? Aufschießen? Nee. Enterhaken geht auch nicht. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ach. Hier geht's weiter. Hier noch weiter hoch? Nö. Wohin jetzt? Tja, jetzt finde ich gerade den Weg nicht. Und hier komme ich nirgendwo. Hä? Was zur Hölle? Ach, meine Güte, bin ich blind. War aber auch schwer zu übersehen. Und da will ich ehrlich gesagt nicht runter. Och, und das sind wieder unsere alten Freunde. So, mal einer weniger. Oh, hast du gegen die Wand geballert? Na, tut mir wahnsinnig leid. Nee, bleib stehen. Ach, bitte, na geht doch. Oh, fuck, da ging es runter. Alter. Na komm, bist du kaputt? Na, es geht doch. So, wieder den Nagel an. Und ja, für den reicht auch die Pistole aus. Und wo ist er hin? Naja, ballern wir den noch weg. Oh, da ist noch ein bisschen... Gut, ich glaube, die kann ich mir nicht holen. Ah, das sieht gut aus. Ja, wir ballern einfach mal ins Nichts. Na, toll gemacht, Jim. Ja, geht doch. So, da sehe ich etwas. Was habt ihr hier noch? Die Musik hört nicht auf. Aber den Spawner sehe ich hier auch nirgendwo. Vielleicht oben? Ja, klar, ey! So, das Scheißteil mal weg. Das ist schon. So, noch irgendwo so ein Scheißteil. Jetzt sieht's wieder ganz ruhig aus. Gipfel von Shackleton's Peak. Wo uns jetzt ja noch zwei Stationen übrig bleiben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich mich richtig erinnere. Und geht's hier weit nach unten? Ja, ein bisschen. Wäre aber ein tolles Skigebiet. Ach, und hier sind wir bei Nummer 5. Wie komme ich hier wieder hoch? Alles klar. Das sieht aber mal wahnsinnig stabil aus. Ein Waffenschrank. Schön. So. Munition aufgefüllt. Naja, wir haben gerade aufgefüllt, da ist das jetzt irgendwie unnötig. Was
Station am Netz. So, dann auf zur letzten Station. Das ist schon besser. Fehlfunktion des Systems. Was ist das? Hä? Na, geht doch. System wird neu gestartet. Was tut sich jetzt? Geht das hier auf oder nicht? System online und bereit. Ja, ich will hier durch. Hallo, da geht doch. Summit. 230.000, wie viel? Wer ist denn das? Haben wir hier einen Saboteur? 32.362 Feet. Ja. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus, was hier Fuß und Inch und sowas angeht, also Meter und Zentimeter sind mir ehrlich gesagt lieber. Und ich glaube, das geht uns allen so. Ja, Muni ist ja eigentlich voll. Dann gucken wir mal, was die hier kaputt gemacht hat. Denn wenn mich nicht alles täuscht, war es eine Frau. So. Coronis Mitte, hier Peyton. Ich habe die Station repariert, aber ich glaube, wir könnten einen Saboteur in der Basis haben. Ein Saboteur? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe da kurz einen Unbekannten gesehen. Ist von einer Klippe gesprungen, bevor ich ihn besser sehen konnte. Aber ich glaube, der hat sich am Sendemast zu schaffen gemacht. Jim, nichts gegen Sie, aber eigentlich sollten Sie hier erst nach frühestens einem Jahr verrückt werden. Ich mein's ernst, Boss. Da draußen war jemand. Okay, Jim, ich glaube Ihnen, aber eins nach dem anderen. Gehen Sie zur Station, öffnen Sie das Bahntor und richten Sie die Schüssel auf. Gehen Sie zu Ihrem Mech und straffen Sie die Hand. Oh, fuck. Oh. Großes Fuck. Boah, boah. Mich verarschen? Er hängt fest, dann drauf. Ja, wunderbar. So, wir laden mal ganz gemütlich nach. Na komm. Geil ausgewichen, Jim. Ah, ah. Das war nicht so gut ausgewichen, Jim. Na komm, na komm, na komm. Ja, da hängt er wieder fest. Ah. Mann, wann ist denn das Teil mal im Arsch? Das hält ganz schön was aus. Jetzt weiß ich auch, warum hier die Munition überall herumlag. Nein, scheiße, er hängt nicht fest. Ha! Oh. Na, endlich ist mal ein Arm ab. Tja, was willst du machen? Baller dir in deine blöde Fresse. Und Arm Nummer 2 ist ab. So, Klappe. Und wo muss ich jetzt den ballern? Hier auf dem Rücken? Das sieht gut aus. das war zu spät. Okay, jetzt muss ich anscheinend das Eis da oben irgendwie wegkriegen. Ja, halt die Kappe. Wieder Anlauf. Und der geht ins Leere. So, da ist das Eis weg. Na komm. Da da papa. Ja, er nimmt wieder Anlauf.
Ja, wir weichen den Kott aus. Und geben ihm noch ein paar Salben drauf. Und da geht er down. Aus dem Weg, ich will die T-Energie haben. So, das Teil kommt sicher nicht wieder zurück. So, noch ein bisschen T-Energie und hier gab es ja auch noch ein bisschen Munition. Denn ich glaube, die wäre jetzt ganz gut angebracht. Na, nimm's. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Feuerkraft. Und was müssen wir jetzt machen? Irgendwas neu ausrichten und bla bla bla. Die Schüssel neu ausrichten, das war der Plan. Fehlfunktion des Systems. Warum wundere ich mich nur? Ja, das frage ich mich auch. Energieversorgung wiederhergestellt. Na, das war ja einfach. Was ist denn das für ein Teil? Das ist ja ein Riesenteil. Fast so groß wie meine Satellitenschüssel. Aber nur fast. Das ist, glaube ich, die kleinere Version. Und bereit zum Senden. Na, schick. Ruf den Mech. Alles klar. So. System wird neu gestartet. System online und bereit. Mhm. Coronis Mitte, hören Sie mich? Die Schüssel arbeitet. Ich warte nur, dass der Mech kommt. Das erste Mal, dass Sie so hoch sind, was? 10 Monate vor der Landung der Coronis-Expedition bereitete ein Team aus Ingenieuren das Bahnsystem und die Schüssel vor. Ein großes Unterfangen und, wie Sie sehen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Die Luft wird da oben recht dünn und der Wind kann bis zu 300 Stundenkilometer erreichen. Also war das eine gewaltige Herausforderung. Aha. Aber um ehrlich zu sein, ich bin einfach nur glücklich, meinen Mech wieder zu haben. Aber kann ich hier? Könnte ich, aber... Spezialkomponente. Aha. Sowas gibt es auch? Das wusste ich ja gar nicht. Obwohl, sind das nicht die... Na, die gleichen Teile, die man auch beim Händler kaufen kann? Hier... Die ich brauche, um den Mech aufzubessern. Wo Sie den Mech haben, glaube ich. Richten Sie mit dem Greifarm den Funkturm aus und stellen Sie die Verbindung zur Coronis wieder her. Ach nö. So, jetzt sollte der aber kein Problem mehr darstellen. Ach. Na komm, mach was. Ach, daneben. So, jetzt habe ich dich aber. Und wir bohren wieder fröhlich. Na, mach was. Na, komm schon. So. Ist ja fast wie ein Pacific Rim. Ui. Habe ich mir letztens angeguckt. Eigentlich ein ganz netter Film, kann man mal sagen. Also war es von der Story her nicht berauschend, aber die Kämpfe und Effekte, das war schon geil gemacht. So, und was jetzt? Was soll ich jetzt machen gegen ihn? Ich meine, er hat jetzt keine Arme mehr. Ich muss einfach mal drauf bohren. Hä?
Was mache ich jetzt gegen den? Na, aber irgendwie macht er auch nicht viel, hä? Na, was geht ab? Eine Runde am Abdancen. Oh ja. Yeah. Aber jetzt mal im Ernst. Soll ich hier drauf bohren? Oder soll ich aussteigen und den so platt machen? Ah! Na komm, mach das nochmal. Nee. Na komm. Huh? Okay. Alles klar, so geht das. Dann bohren wir uns hier mal schön durch. Na komm, mach nochmal die Ramattacke. Ja, so wird das doch nicht. Junge. Oh, oh. So. Und wieder reingebohrt. So, das sollte das aber gewesen sein. Ja, ich glaube, das war's. Jupp, da ist nicht mehr viel übrig. So, ich glaube, da muss ich ausschalten. Sonst sammelt er mir die T-Energie nicht ein. Und wieder rein. Und es ist wieder eine Runde drehen angesagt. Nein, komm. Wie weit denn noch? Jim, ach, wir haben hier mal durchgezählt und die gesamte Crew der Coronis ist anwesend. Ausgenommen Sie und Dr. Roman. Sie hat sich schon eine ganze Weile lang nicht gemeldet. Und wenn da draußen seltsame Sachen passieren, dann will ich wissen, ob sie wohl auf ist. Tun Sie mir einen Gefallen und sehen Sie nach ihr, bevor Sie zurückkommen. Roger, Boss. Patton out. Alles klar, Dr. Roman baut anscheinend Scheiß. Wobei ich nicht glaube, dass sie es war. Hey, was gibt's denn hier? Da ist doch noch was. Ach nur, Munition. Aber haben wir eigentlich genug? Na dann. Ach, schon wieder drehen. Und wir drehen. Oh. Mann, da geht mir gerade die Puste dabei aus. Naja, ein bisschen mehr Kondition habe ich schon. Zwar nicht viel mehr, aber zumindest ein bisschen. So, kann ich wieder zu Fuß laufen oder was? Achtung. Oh nee, ich bin ganz unten, alles klar. Angedockt und bereit. Wir sind wieder komplett unten und ich dachte schon, ich müsste den kompletten Weg jetzt wieder laufen. Aber zumindest muss ich nur die Stufen wieder laufen. Warum ich nicht gleich im Mech drin geblieben bin, keine Ahnung. Nein, nein, nicht spinnt. In den Mech, danke. So. Dann können wir uns jetzt ja theoretisch wieder auf den Rückweg zur Basis machen. Was ja wieder ein anständig langer Weg wird. Da unser Mech ja auch nicht gerade der allerschnellste ist. Nee, jetzt muss ich hier nach links. Aha. Und was muss ich hier machen? Ja. Finde Dr. Roman und sprich mit ihr. Ah, versteckt sie sich da? Dr. Roman? Waffe weg! Wow, wow, ganz ruhig, Doc. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Ich bin Jim Patton. Ich bin hier... Was? Woher? Coronis. Woher zur Hölle soll ich denn sonst kommen? Braddock schickt mich. Ich kenne Sie. Stimmt. Ich bin mit dem Freak hier gelandet, den Sie nicht mögen. Den mit der Riesenbirne.
Wir sind nur zusammen geflogen. Ich kenne den kaum. Sind wir dann fertig mit dem Zielen auf mich? Braddock schickt sie? Er wollte sicher gehen, dass bei Ihnen alles okay ist. Sehen, ob Sie Hilfe brauchen. Welch rührende Sorge nach so vielen Monaten. Welchem Umstand verdanke ich dieses Übermaß an Vorsicht? Könnte ich Sie auch fragen, Shotgun Sally? Dann haben Sie es auch gesehen, nicht wahr? Es? Irgendjemand weit weg. Beobachtend. Schwer zu sagen, was ich da gesehen habe. Man sagt, man wird irre, wenn man zu lange hier bleibt. Mag sein. Fühlen Sie sich irre? Kann ich nicht sagen. Dann gibt es da etwas, das uns der Alte nicht sagt. Das ist Ihnen doch klar, oder? Ich will's gar nicht wissen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind nicht hergekommen, um Fragen zu stellen. Aber glauben Sie mir, James, dieser Planet hat Geheimnisse. Passen Sie auf. Die schleichen sich an, wenn Sie es nicht erwarten. Tja, alles sehr geheimnisvoll, Doc. Aber ich habe hier was zu tun. Ah! Da habe ich was für Sie. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, gibt es nur eins, was Sie tun können. DNA-Tracker für Ihre Pistole. Sammelt, analysiert und speichert genetische Muster für meine Forschungen. Wollen Sie mir helfen? Gleich um die Ecke ist ein Akridennest. Taggen Sie die Gelege für mich. Hört sich ganz einfach an. Nehmen Sie Drahtseil mit Motorwinde für Ihren Enterhaken. Das brauchen Sie, um zu den Eiern zu kommen. Alles klar, entweder sie ist total bekloppt schon, oder sie weiß mehr, als wir wissen.